Ihr könnt weiter segeln, auch wenn der Nebel und der fehlende Wind das Ganze wieder schwierig macht, aber eine ungefähre Positionsangabe von Sephianil habt ihr auf alle Fälle bekommen. Ein altes Fischerdorf verlassen, und die Jäger und Hirten konnten auf alle Fälle euch erzählen, dass der Ort schon lange verlassen ist und nur wenige Gestalten dort noch herumgeistern. Es wird im Volksmund berichtet man von zwei Schwestern, Aswada und Abyada, die Schwarze und die Weiße, die dort ab und zu mal vorbeigesehen haben, aber ansonsten ist der Ort verlassen. Es gibt keine weiteren Wurzelzeichen. Weder Abelmir, der etwas entdecken kann, noch die Magistra oder auch die Adepta, die selber wenig Erfahrung mit den Wurzelzeichen hat, aber ansonsten auch keine Sichtung von Walen, Haien, Delfinen, Seeschlangen oder anderen Dämonenarchen. Die Reise ist also bis auf den drückend schwülen Nebel ohne weitere Vorkommnisse. Dann taucht in den Klippen ein kleines Fischerdorf auf, was nicht auf die Karten verzeichnet ist. Denkt ihr, das ist es? Nur ich denke schon, die Beschreibung passt. Das müsste die Tagesreise sein, von der die Jäger sprachen. Hier ist also das Heiligtum dieser Hexen. Sieht ziemlich unspektakulär aus. Und ich vermute, es ist unter den Wellen. Aber wie sollen wir hinter unter den Wellen runterkommen? Ich Es meine, gibt wir haben hier keine alanfanische Taucherglocken. Mittel und Wege. Ein Asetianer sollte uns daraus helfen können. Wir haben diese Mittel und Wege. Ja, natürlich, ihr habt mich. Aber ich werde nicht besonders viel Kraft haben. Wird eine sehr kurze Was? Tauchfahrt. Nein. Ihr erinnert euch an Warung, an diesen Alchemisten, Alois Mangrave? Ja, der hat mich fliegen lassen. Nun, in seinen Vorräten waren gewisse Substanzen, die nun ein Atmen unter Wasser erlauben. Wirklich, ihr wollt Mangrays Zeug dafür heranziehen? Natürlich. Erscheint euch das nicht unweise? Wollt ihr vielleicht lieber schwimmen und die Luft anhalten? Nun, ich bin mir sicher, was auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, was auch immer er zusammengerührt hat. Kanazitianer kann uns etwas machen, das nicht so verflucht ist. Nun, wir können uns hier etwas zusammenrühren, aber was wir haben, haben wir. Kapitän, oh, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich muss kotzen. Dann kotzt über Bord. Ich habe gehört, der erste Wortmager kann mir helfen. Oh ja, ich kann dir erzählen, wie es bei meiner ersten Seefahrt war. Da musste ich auch die ganze Zeit runter von Perigon. Genau. Über die Reling. Ganz genau. Ich meine, habt ihr nicht eben der Geweihten geholfen? Ja, aber die hatte einen Echsenfluch. Hab ich auch, Mann. Bitte hilf Nein, mir. ihr seid Geht's so seekrank. schlecht? Ich kenne das, ich kenne das. Kanazitiana hat gesagt, ihr solltet etwas Kokines und etwas Quark aus der Küche nehmen. Das hilft. Okay. Ich kurz nochmal über Deck. Würfel mal ausreichend Probe, Boltax. Ich? Ja. Na gut, Sonst okay. kriegst du Kotze auf deinen Schuh. Gut. Das nehme ich. Das ist. Ich habe einen ausreichend Wert von. Man kann es nie genug üben. Das ist wahr. Schauen wir mal. 7? Nee, von 9. 9, wow, das ist doch ganz gut. Ah. Ja, du versuchst deinen Fuß noch wegzuziehen, aber wenige Spritzer landen dann doch noch auf deiner Kappe. Über Bord brechen, hat der Captain gesagt. Hey, Oh, Schiffsjunge, mach das ich sauber. sterbe, ich sterbe. Geht zu Nitya. Ja, der Matrose schleppt sich da unten. Ja, gehen wir jetzt an Land oder was machen wir jetzt? Ich denke schon, der erste wird an Land sein. Wir müssen diesen Zirkel erstmal finden. Ja, dann, Captain, gib doch mal Befehle, damit die sich bewegen. Reff die Segel! Setz Segel den Anker und lass das Beiboot Anker zu Wasser. setzen! Sind wir da? Ah, Ja. dann komme ich ja gerade noch rechtzeitig. Sulamin, ihr seid geheilt. Ihr seht besser Ja. aus. Ihr wirkt überrascht, Boltax hat Armin. wahre Wunder gewirkt. Ja, mit seiner, nun ja, volkskundlichen Magie ist es manchmal recht ordentlich bestellt.
Seid nicht elitär, Abelmir. Nun ja, er ist ein Wald- und Wiesenzauberer. Ihr hättet das nicht gekonnt, aber ihr seid ja auch nur, wie hat das Diamantis vorhin so schön gesagt, ein Dilettant. Ich bin kein Dilettant, aber nun ja, lass mir das. Eure Fertigkeiten im Umgang mit Elementaren lassen keinen anderen Schluss zu. Ja, es gibt noch mehr, aber lassen wir das. Nun, es geht euch gut, das ist die Hauptsache. Seid ihr schon bereit und kräftig genug? Nun, ich hoffe. Ich hatte schon befürchtet, ihr müsstet ohne mich gehen. Ist Saphira wieder aufgetaucht? Bis jetzt nicht, nein. Wir können nicht länger auf sie warten. Ja, vielleicht hockt sie ja auch schon in dem Dorf und ich muss Diamantes recht geben. Sie sieht ja sogar noch besser aus. Boltax, das ist ein sehr schöner Zauber. Ich weiß. Achte auf die Strohhalme und die Siegespäne, die noch leicht von ihr herabrieseln. Was? Habe ich immer noch welche im Haar? Oh, die stehen euch ganz wunderbar. Gebt euch einen Boltax, wie würde man das nennen? Einen natürlichen Look, oder? Richtig. Ein rustikales Flair, könnte man sagen. Also bei ihr nutzt ihr rustikal und bei mir Wald und Wiesen. Aha. So wird also hier kommuniziert. Nun, ich sehe das schon. Sie ist eine hübsche Frau im Gegensatz zu euch. Ich bin ein sehr hübscher Zwerg. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kenne nur euch und ein paar andere. Voltax, du hast noch ein bisschen Erbrochenen auf dem Stiefel. Das lässt dein Licht in einem ganz anderen Schein wirken. Oh, danke. Seht ihr, so macht man einem Zwerg Komplimente. Aber ihr könnt noch viel von Diamantis lernen. Ja, und von seinem Gedicht, nicht wahr? Mhm. Aber zum Wasser gelassen, Kapitän. Sehr schön, wir sind bereit. Ihr sollt wirklich die Kotze von eurem Stiefel entfernen. Ach. Kommt Zeit. Oh, Kapitän, als hättet ihr noch nie in Kotze gestanden. Nun, ich vermeide es. Und wenn, reinige ich meine Stiefel. Aber gut, er steht euch ausgezeichnet, Voltax. Danke, zum Glück hat die überhaupt Stiefel an. 10 Minuten später. Ihr könnt Sephianil erreichen und findet dort ein, wie angekündigt, lange verlassenes Fischerdorf vor. Die Häuser sind verfallen, überall gesträucht, gestrüppt, was nach oben gewuchert ist. Die Wände sind rissig geworden, Efeu, was nach oben gewachsen ist, und auch zahlreiches anderes Gestrüpp, was der Euronischen Halbinsel anheimatet ist. Zulamin, du kannst auch erkennen, wie wohl so ein bisschen Wein dort hochrankt, die eine ungesund schwarze Farbe haben. Einzig ein kleiner Effertschrein, der hier wohl noch gelegentlich besucht wird, und wenige Muscheln, die dort geopfert worden sind. Allerdings ist die Effert-Statue ohne Bart und doch recht weiblich gehalten, möchte man meinen. Können wir eine Sinnenschärfeprobe würfeln? Ihr betrachtet sowohl die Effort-Statue, wie gesagt, eine sehr weibliche Darstellung, und betrachtet auch das ein oder andere Ruinenhäuschen, was hier herumsteht. Alles verlassen, dicker Staub, der auf den Dielenboden klafft, oder Spinnweben, die dann von den Decken herunterhängen. Und dann könnt ihr zwischen den Dünen erkennen, abseits des Dorfes steht wohl ein Haus, was etwas besser gepflegt ist. Und wohl, es ist kein richtig bewohnter Eindruck, aber es ist nicht staubig. Schaut mal da. Dieses Haus da vorne. Am Ende wohnt hier doch noch irgendjemand. Naja, wir suchen ja auch jemanden. Sind ihr davon aus? Ich meinte wegen den Opfergaben bei dieser seltsamen Statue. Effert ist das nicht. Naja, oder der Künstler war jetzt nicht besonders talentiert. Wird Effert immer nicht mit so einem weißen Rauschebart dargestellt? Na, das wäre ja so, als würde man einen Zwerg ohne Bart darstellen. Finde ich auch. Aber die Statue ist alt und schon ziemlich verschliffen. Vielleicht wurde sie zu einer anderen Zeit gefertigt.
In einer Vorstellung von Effert. Oh, nicht wieder alte Statuen. Das hat nie gut für uns geendet. Bleib mir von dem Wein weg. Mir gefällt die Farbe nicht. Aber lass uns doch mal sehen, ob wir dort in dem Haus noch jemanden antreffen. Jemand, der kein Froschmensch ist. Wenn das ein Froschmensch da drin ist, müssen wir ihn erschlagen. Hexisches Gezücht. Boltax, vielleicht gibt's ja auch nette Froschmenschen. Nein. Nun, ich glaube, Frösche gehören nicht zu den Echsen, sondern mehr zu amphibischen Kreaturen. Ja. Wenn uns ein Froschmensch die Tür aufmacht, schieße ich ihm ins Gesicht. Gut. Warum seid ihr eigentlich immer so blutrünstig? Wenn ihr die Tür öffnet, könnt ihr sehen, dass sie wohl unverschlossen ist. Und ihr seht euch kurz um, der Raum ist relativ klein. Aber es steht ein Tisch für euch dort und er ist gedeckt. Zahlreiche Teller, Teeservice, die mit aranischen Mustern versehen sind. 8 Stück. Oh, guck mal, Jalan. Habt ihr so einen Teller nicht eurer Frau mitgebracht? Ja, habe ich. Was ein Zufall, nicht wahr? Wahrhaftig. Was ein Zufall. Oh, vielleicht. Was, das hätte man uns angekündigt. Vielleicht ist eure Frau ja da. Vielleicht ist eure Frau eine Hexe. Oh, das wäre eine Überraschung. Ich bin geneigt zu behaupten, dass dem nicht so ist. Ich bin sicher, als ehemaliger Bandstrahler hättet ihr das gemerkt. Vermutlich. Naja, aber irgendwer erwartet uns ganz offensichtlich. Ja, kündigen wir uns doch wohl der Höflichkeit halber an. Hallo? Heda! Ist jemand zu Hause? Ich glaube, wir sollen uns setzen. Ja, also Abel, mir, du brüllst in einen leeren Raum. Was hast du denn jetzt erwartet? Nun, ein Erscheinen. Wollt ihr euch mal dieses Bankett anschauen? Nicht, dass das was Magisches ist. Ich würde nichts hier essen. Oh, wie in diesem Märchen. Ach. Wenn die Leute von den Speisen essen, dann können sie den Ort nie wieder verlassen. Das wäre sehr ungünstig. Ich habe da noch einen dringenden Termin in Al-Anfa. Ja, und ich habe die Geister auf meiner Seite. Ich glaube, ich kann den Ort jederzeit verlassen. Sulamin, du erinnerst dich. Keine Hexe kann mich halten. Also, ich nehme mir jetzt so einen Tee. Ich glaube, ein heißer Tee ist genau das Richtige, um gegen diese schwülen Temperaturen anzugehen. Mittlerweile haben wir Mitte des Tages. Sicherlich wohl schon durch, also Preiosmal steht am Himmel. Der Nebel hat sich wohl auch nach und nach etwas verzogen, je nachdem, wie lange ihr wartet. Und ihr könnt gerne mal eine Wettervorhersage würfeln. Schauen wir mal, wie sich das Wetter ändert, denn auch das gehört dazu. Und während Boltax dann den Tee probieren kann, der tatsächlich ziemlich gut schmeckt, es wird auch viel Zucker dastehen, damit du dann den doch recht schwarzen Tee gut süßen kannst, damit er dann eben trinkbar ist. Gucken wir uns das Wetter einfach mal an. Würfelt mir mal bitte einen W20. Einen einzelnen, ja. Einen einzelnen erstmal. Ja, ich mach's. Zu spät. Dann bleibt es neblig. Und bitte einen weiteren W20. Jetzt darfst du. Oh. 11. Wettergefälliger. Und dann bitte 2 W6. Kommt ja, nur alte Unglücksfee. Ja, na gut. Ja, weiterhin Flaute und die, was ist das, 6? Zumindest wird die Temperatur kühler und passt sich dann so ein bisschen dem Nebel an. Es ist nicht unbedingt kalt, aber zumindest Zulamin wird sehr dankbar darüber sein, dass es nicht mehr so sehr warm ist und eure Konstitution weiter gefördert wird bzw. gefordert wird. Ja, je nachdem, wie lange ihr warten wollt, es gibt keine weiteren Gebäckstücke oder so etwas, sondern nur Tee, der dort steht. Und offensichtlich lädt man euch dazu ein, zu warten. Lange Zeit passiert nichts. Ja, ich lasse es mir gut gehen. Ist nicht sehr höflich, von den Gastgebern so lange warten zu lassen. Vielleicht, dass das eine Falle ist. Um es ihnen zugute zu halten, sie wussten vermutlich nicht, wann exakt wir auftauchen würden. Aber der Tee ist heiß.
Naja, und wenn sie draußen Armbrustschützen oder sowas in Stellung bringen, das dauert ja auch seinen Moment. Ich denke nicht, dass es eine Falle ist. Da waren diese Nachbarn deutlich effizienter mit ihrem Hinterhalt. Aber wir sollten die Zeit nutzen. Möchte mir jemand helfen, diesen Wein abzufackeln? Ja. Sicher doch. Also normalerweise bin ich ja der Brandbringer, aber in diesem Fall bleibe ich hier und genieße noch ein, zwei Gläschen von diesem vorzüglichen Tee. No. Ich habe schon lange nichts Gutes mehr verbrannt. Gut, dann führt Sulamin einen Trupp Brandstifter zu den Ruinen, wo sie den schwarzen Wein gesehen hat und sammelt auf dem Weg noch Treibholz oder sonstiges Brandmaterial auf. Ja, ihr könnt dann aufpassen, dass ihr euch selber nicht schneidet, während dann die Ranken nach entzündet werden, auch wenn sie ein bisschen versuchen, auch nach euch zu greifen, nach eurem Blute. Sulamin ist ja auf alle Fälle als schwarze Wein-Expertin dann dementsprechend geschult, sodass sie dann auch, dass es keine weiteren Verletzte gibt. Ansonsten, das Dorf ist vollkommen verlassen. Es gibt aber auch keine Geister. Vielleicht ein bisschen enttäuschend. Zumindest noch gibt es keine Geister. Dann könnt ihr allerdings erkennen, die Zeit geht weiter und weiter ins Lande. Und dann landet ein einzelner Boronsrabe oben auf dem Dach des Häuschens in den Dünen. Seht da drüben, das ist keine Möwe. Wo kommt der denn plötzlich her? Kündigt dich schon jetzt der erste Tote an? Ein. Das ist ein Boronsrabe. Aber das heißt doch nicht, dass jemand sterben muss. Für gewöhnlich schon. Vielleicht kann Boron ein Zeichen. Ist das um einen von uns geschehen? Ja, vielleicht sollten wir schon mal ein Grab ausheben. Wir können ja Hölzchen ziehen. Und wenn wir das kürzeste Hölzchen zieht, der hat den kürzeren gezogen. Und der wird sterben. Sulamin, fühlt sich immer wohl? Tatsächlich sogar ein wenig besser, seit es nicht mehr so heiß ist. Wir haben jetzt eher die Temperatur, die ich von Nebel erwarten würde. Aber nun ob schlechtes Omen oder nicht, der Rabe ist das Tier eines Gottes. Lasst uns hinübergehen und sehen, was er tut. Er ist sicher nur zum Tee gekommen. Vielleicht sollten wir einen Tee anbieten. Ich glaube, Kekse mögen sie mehr. Da hätte wer auch immer uns eingeladen hat, uns wohl nur Kekse mitgegeben. Bedauerlicherweise ist kein Gepäck mehr da. Raben sind ohnehin Aasfresser. Deswegen erscheinen sie ja zur Schlacht. Während ihr euch dem Raben nähert, könnt ihr sehen, dass sich der Rabe wie von Zauberhand in eine euch bekannte Gestalt verwandelt. Oh, ich begrüße euch. Ihr seid ja schon da. Vielen Dank, Boltax, dass ihr mir einen Tee anbieten wolltet. Ja, ja. Ja, das war bestimmt auch kein Zwergenwitz. Kommt doch erstmal runter, sonst ist mein Hals so steif, wenn ich zu euch auf dem Dach reden muss. Na gut, wie ihr meint. Und sie verschwindet auf der anderen Seite des Hauses und kommt hexisch unbekleidet auf der anderen Seite wieder nach vorne. Vielleicht solltet ihr euch etwas bekleiden. Ja, hier. Nehmt meinen Mantel. Aber mir ist das immer sehr unangenehm. Auch wenn ich mal nackt um ein Feuer tanze. Oder, naja, das ist, weiß nicht, was er da hat. Das ist diese horasreichische Attitüde. Es ist irritierend. Bestimmt ist er nur von eurer zwergischen Pracht abgelenkt. Ja, vermutlich. Oder von ihrer Pracht oder von eurer Pracht, Sulamin. Aber mir lässt sich viel zu leicht ablenken. Deshalb ist er auch nur ein Magiedilettant. Ja, Boltax, jetzt ärger mal unseren Abel mir nicht, wir haben gerade Gäste. Ja, ja, natürlich. Oder wir sind Gäste. Ich wollte gerade sagen, eigentlich seid ihr unsere, beziehungsweise momentan noch meine Gäste. Kommt doch hinein in unser Haus. Viel Tee gibt es leider nicht mehr. Dann werde ich selbstverständlich neuen Tee aufsetzen. Wir haben ein wenig gegärtnert. Ich hoffe, es macht euch nichts. Nein, nein, die natürliche Ordnung wird sich von allein wiederherstellen. Nun, wir sind eher gegen die unnatürliche
Unordnung vorgegangen? Warum habt ihr nichts gegen diesen Weinenden unternommen? Aber sie war doch gar nicht hier. Das ist ihr Haus. Oder? Ihr hattet schwarzen Wein da hinten an den Ruinen. Ja, das ist leider seit einiger Zeit, kommt er immer wieder. Und egal, wie häufig man ihn wegmacht, er wächst immer wieder von Neuem. Man sollte denken, diese Zeiten wären vorbei. Ich bin mir sicher, den Boden mit ein wenig Bandstaub einzusalzen hätte geholfen. Aber dafür hätte man natürlich den Priorspriester seines Vertrauens fragen müssen. Ah ja, schade, dass wir keinen Priorspriester mehr da haben. Ich habe generell keinen Priorspriester meines Vertrauens. Dies könnte eure Probleme erklären. Naja, ich auch nicht, mich mögen die auch nicht, macht euch nichts draus. Die sind nicht verkniffener Haufen. Ich muss ehrlicherweise sagen, meistens ist man ohne Priorspriester auch ein bisschen besser dran. Wobei es durchaus welche gibt, die sehr schön malen können. Dass ich dich ja wohl gleich... Was denn? Du bist doch kein Priorspriester mehr, du musst dich jetzt nicht angegriffen fühlen, Yalan. Nur weil ich nicht mehr beim Bandstrahl bin, heißt das egal! Ich denke, er ist beides. Aber lasst uns friedlich sein und ins Haus gehen. Während des Gesprächs darüber, dass Yalan scheinbar mal ein Bandstrahler war, würde sich Saphira einfach umdrehen und ins Haus gehen. Mit solchen Leuten möchte sie nichts zu tun haben. Zu spät, du hast es schon eingeladen. Wir sind alle in deinem Haus. Es gibt ja noch mehr als einen Raum in diesem Haus. Und außerdem wollte Abel mir ja, dass sie sich was anzieht. Also geht sie jetzt nach hinten und kommt unbekleidet wieder. Immer noch? Unbekleidet? Also, selbstverständlich. Sie geht weg, weil Abel mir will, dass sie sich was anzieht, kommt dann aber trotzdem ohne Klamotten wieder. Selbstverständlich. Und wenn Abel mir guckt, wirft sie ihm nur einen vernichtenden Blick zu. Es ist ihr Haus und das siehst du aus diesem Blick. Abel mir, stier doch nicht so, du bist verheiratet. Ach, Hexen. Allein du solltest auch nicht so stieren, du bist verheiratet. Ich stelle nur sicher, dass keine Hexereien im Gange sind. Schließlich ist dies meine gute Preis, gefällige Pflicht. Muss ja schließlich auf euch alle Acht geben. Ja, die Verordnung hat mir gefallen. Euch vor Hexereien beschützen. Soll ich deiner Frau erzählen, wie du deiner Pflicht nachgehst? Voltax, du mieser Kleiner! Lasst euch nicht ärgern, Saphira. Ihr seid ein durchaus erbaulicher Anblick. Vielen Dank. Wollt ihr noch einen Tee, liebe Zulamin? Danke sehr. Also, was wartet ihr von uns? Worauf warten wir? Wir müssten noch ein klein wenig warten. Meine Schwester, meine leibliche Schwester, nachdem ihr das letzte Mal schon nicht so verstanden habt, Herr Gildenmagier, meine leibliche Schwester hat noch etwas zu erledigen. Und wird sich dann auch unserer Gruppe anschließen. Ohne sie bin ich nur halb, wenn ihr versteht. Ich verstehe zwar nicht, aber ich akzeptiere es. Naja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, weil die Risso sterben da unten, wie die fliegen. Können wir noch irgendwelche Vorbereitungen treffen? Wir wollen hinuntertauchen, ist das richtig? Ja. Ich weiß nicht, wie ihr dort hinunterkommen wollt. Habt ihr schon ein... Abel, mir hat da was, so ein Getränk. Richtig? In der Tat. Wie kommt ihr denn hinunter? Oder werdet ihr und eure Schwester uns begleiten? Selbstverständlich werden wir euch begleiten. Es geht um Chalvin. Es geht um nichts anderes. Ja, seht ihr. Seid ihr schon einmal dort gewesen? Nein, bisher war es nicht nötig. Bisher hat Chalvin voll und ganz auf unseren Schutz von Landeswegen aus vertraut. Aber jetzt, wir müssen unbedingt herausfinden, was los ist und das geht nur vor Ort. Ja, gut. Aber wie kommt ihr denn jetzt dahin? Könnt ihr euch Kiemen wachsen lassen? Oder könnt ihr unter Wasser atmen? Das ist sehr praktisch, kann ich nur sagen. Oder habt ihr Verwandlung in ein Meerestier, das ihr vollziehen könnt?
Wir haben durchaus Möglichkeiten. Macht euch darüber keine Sorgen. Na gut. Wie sind dort unten die Lichtverhältnisse? Kann man sehen unter Wasser? Wässrig? Also bisher war ich nur 5 Schritt vielleicht tief. Tiefer war ich noch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist problematisch. Also ich war schon etwas tiefer gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Schritt, aber als wir den schwarzen Drachen bekämpft haben und ich mit dem grauen Mann geredet habe in seinem Reich, da bin ich auch sehr, sehr lange, sehr, sehr tief getaucht. Und zwischenzeitlich war es ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, wie tief wir zu Chalvin runter müssen, aber ich nehme mal an, ähnlich tief. Wir sollten vielleicht wirklich für Licht sorgen. Gut mitgedacht, Abelmir, gut mitgedacht. Naja, könnt ihr kein magisches Licht machen? Nun ja, eine gewisse Zeit schon, aber es kostet mich Kraft. Was heißt denn eine gewisse Zeit? Ein Stundenglas, ein Tag? Nun, ich könnte sicherlich für einige Stunden Licht schaffen, aber danach wäre ich mein Astralkörper erschöpft. Oh, ich habe dieses wunderbare Diadem aus den Glenpetrülsteinen gefertigt. Aber das ziehe ich auf, dann habe ich auch ein bisschen Licht. Wollte es ja eigentlich an Goshminia schenken, aber dann fertige ich eben etwas aus einem anderen Stein für sie. Vielleicht ein paar Rubine oder so. Es sieht aber auch sehr schön aus, Boltax. Also es ist eine schöne Arbeit geworden. Danke. Wenn ihr das tragt, seht ihr fast aus wie Effert. Was? Er hat doch oft so eine Muschelkrone auf den Darstellungen. Ach ja, stimmt. Ja. Das sagt sie auch nur wegen eurem schönen Bart, Boltax. Ah, ich verstehe. Ja, vor allem. Gibt es denn sonst noch etwas, was wir bedenken sollten? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wie ihr euch unter Wasser verständigen wollt? Habt ihr bereits einmal versucht, in einem Badezuber zu reden? Kann Rizzo sprechen. Die meisten von uns beherrschen das Attack. Das ist Sprechen mit den Händen. Wer nicht? Das kriegskundige Attack, versteht sich. Nun, ich gebe zu, dass es mit einer Hand etwas schwierig ist, manchmal. Ja, aber solange ihr versteht, was wir euch sagen, das reicht ja im Prinzip.